Gut, im Folgenden einige meiner Niederlagen. Hier verkloppe ich gerade einen von den Speertypen. Und will jetzt runterspringen und denke mir, hoch, die Wahrscheinlichkeit, dass ich in ein Loch springe, ist sehr gering. Aber was passiert? Ich springe natürlich in ein Loch. So. Im nächsten haben wir jetzt einen Kampf, wo ich mal wieder von zwei Seiten verprügelt werde. Etwas, das sehr häufig in diesem Spiel vorkommt. Und man muss aufpassen, dass das nicht passiert, weil, wie man hier sieht, man kriegt von links eine drauf. Man weiß gar nicht, wo man zuerst hinschlagen soll. Und letzten Endes, naja. Dieses Level ist scheiße. The Dark Forest. Regt mich auf. So, hier haben wir jetzt einen Fall von, was passiert, wenn man zu gierig ist. Ich metzel diesen Speertypen nieder und will den Ring haben und fall natürlich direkt in ein Loch, was zufällig da ist. Sehr nett. So, hier haben wir wieder eine Situation zwischen zwei Leuten. Ich versuche wegzuspringen, um zumindest eine Seite zu bekämpfen, weil die Gegner kommt immer bloß einer. Wenn sie von einer Seite kommen, kommt immer bloß einer. So, hier haben wir einen Fall von zwei. Diese Gegner können das tatsächlich, dass sie durch einen anderen Gegner hindurchstechen können. Und das hat mich dann doch erwischt. Dieses Level hat mich verrückt gemacht. So. Hier, am Ende des Levels, ich war fast schon durch. Voll glücklich. Und versuche jetzt auf diesen Holzblock da unten zu springen. Aber was passiert? Ich springe daneben und er haut mich direkt in ein Loch rein. Arg! So, hier kämpfe ich gegen drei Wikinger nacheinander. Einen kann ich mühselig von unten an den Kopf schlagen, permanent. So, und gegen die anderen beiden prügele ich mich hier in langwierigen Kämpfen. So, zwei habe ich schon erledigt. Jetzt fehlt eigentlich bloß noch einer. Was jetzt passiert ist natürlich nicht so prall. Ich war nicht so. Irgendwas ist da passiert. Also eigentlich ist der Kerl kein Problem, aber er trifft mich trotzdem. Aber ich kann mein Schild irgendwie nicht aufrecht halten und natürlich werde ich dann Stück für Stück von ihm auseinandergenommen. So, in dieser Situation muss ich selber mal kurz umgucken. Ich schnapp mir das Gold und, ach so, ja, wieder so eine Szene, wo ich versuche, auf den Holzblock zu springen, der da hin und her pendelt. Und jetzt versuche, da oben an die Plattform zu kommen, aber ich springe natürlich daneben und so ungünstig, dass mich der Holzblock dann doch noch wieder ins Loch befördert. Also, das Ding scheint ein Magnet zu sein oder sowas. Genial. Naja, so viel dazu. Dark Forest, scheiß Level.